Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von dem Steam-Spiel Finn and Jake's Epic Quest. Das Spiel, wie ihr seht, ist an Adventure Time angelehnt. Und da ich ja Bloons Adventure Time Tower Defense vor einiger Zeit gespielt habe, hätte ich irgendwie auch Bock da drauf. Das Spiel habe ich für 8 Jahre noch mal eine Wunschliste gepackt auf Steam. Das ist schon echt super alt. Und das Lustige ist, egal was ich hier tue, wir werden akustisch begleitet. Es ist so lustig. Gibt es leider nur auf Englisch, aber es sollte nicht das Problem sein. Wir fangen an mit einem neuen Spiel auf Normal. Und wir haben hier verschiedene. Land of the Dead, Fire Kingdom, Ice Kingdom und vermutlich das Grasslands. Yo, The Grasslands 1.1 fangen wir an. Tipp, More Lives. Oh, da unten stand noch ein Tipp, den habe ich jetzt nicht lesen können. Na, da mal links. Links Jake, rechts Finn, oder? Nee, andersrum. No, man. Der weiße Typ ist Finn. The entire land of U has been turned into a video game. Well, that would explain the floating islands. We better find BMO. I'm sure he'll have some kind of reasonable explanation for all this. Whoa, a ransom note. If you ever want to see BMO again, bring me 10 magical video game artifacts. I'll be waiting for you in the witch's garden. That's what it says. That's the witch that cursed me with a chubby baby body. I've got a score to settle with her anyway. Since we're in a video game, try using the keys to move us around. Ach du Kacke, mit Pfeiltasten spielen wir. Holy stuff. Oh. Double tap the arrows to roll with Finn and press shift to use. Ah, okay, wir können gleich so. Alles klar, um uns zu bewegen. Ich hätte gerne Subtitles. Haben wir gar nicht, oder? Controls, assign quick slots, set X, swap characters, space, okay. Left, high height, light, heavy hit, ach du Grüne. Ach du grüne Neune, so. Wir können mit Dings angreifen. Quest Friends. Ah, okay, ja, wir können switchen. Kann er nicht Dingsen? Okay, mit Dings können wir. Mit Steuerung können wir unseren Attack aufladen, wahrscheinlich, ne? Gut, lass mir ganz kurz in die Options gehen. Wie konnte ich in die Controls? Wie konnte ich switchen? Z. Achso. Hey, thanks, dude. Er kann das nicht. Er kann nicht rollen. Aber er kann blocken. Ah, okay, verstehe. Gut, dann lass uns mal loslaufen. Wir haben oben rechts eine kleine Minimap. Wir haben jetzt als Quest 10 Artefakte zu finden, um BMO zu retten. BMO ist dieser kleine Computer, der uns in Bloons Adventure Time Tower Defense regelmäßig Geld geben wird. Das ist ja nice. Und wir können auch nicht rausfahren, was ich auch sehr schön finde. Space Control. Ah. Ah ja. Wo seid ihr? Finn, it's fighting time. Press Space Bar to attack. This world is nuts. Grab that loot. You can use it to buy new powers. Aua, da mal ein Pick. Aber du Schweinchen. Und jedes Mal, wenn wir gehen, kriegen wir XP, was ich sehr nice finde. Und auch noch Coins zusätzlich. Und wir haben auch Leben. Was ist, wenn ich X drücke? Find a magical Enchiridion page. Okay. Oh, haben unten so ein Buch. Wir sehen auch auf der Minimap oben rechts ganz leicht diese roten Pünktchen. Hier haben wir jemals einen Gegner, hier unten. Kann der auch Finn angreifen? Jake? Okay, unsere Lebenspunkte sind identisch. Das finde ich ja super nervig. Ich würde gerne mit einem kämpfen. Geht das irgendwie, mit einem nur zu kämpfen? Weil ich müsste ja sonst immer wieder irgendwie blocken und... Dude. Er kann damit blocken. It's Finn time. Na gut. Zocken wir erstmal weiter. Ich denke, hier sind auch immer Verstecke, aber ich glaube, das Game ist so alt, dass es sowas damals gar nicht gab, oder? Kann ich mir vorstellen. Und die Coins sind auf jeden Fall ohne Kiste. Schmauzau! The Enchiridion is full of secret spells and powers. But be careful, some pages could backfire. Alon Scroll. More money, more problems. Aha, oh.
Ah ja, ich muss das drücken. Ah, die killen uns ja fast. Holy shit. So strong. Aber wir kriegen auch keinen. Oh. Newfound respect. Epic Heroes. Completing quests and finding artifacts will give you experience points. Mhm. Und wir haben hier. Experience points will level us up and make us the most epic heroes ever. Jetzt haben wir bestimmt ein bisschen Leben mehr, ein bisschen Schaden mehr. Oh nein, ist noch eine Rolle. Cool. Paintworks. Aha. Jetzt haben wir unten rechts, seht ihr, wir haben jetzt einen Skill bekommen. Und wir können jetzt nämlich Raketen schießen. Von Prinzessin. Prinzessin Bubblegum. PB. Können wir sie easy killen? Ich weiß auch nicht, ob die ewig halten. Ne, okay, war nur begrenzte Zeit. Das heißt, wir sollen sie spammen. Schon wieder. Ah, okay, wir haben jetzt die. Wir haben jetzt die eine Kiste gefunden. Die eine Kiste. Die eine Schriftrolle gefunden und wissen jetzt, was sie tut, weil wir sie genutzt haben. Die hat uns nämlich Gold gebracht. Exit. There's a magic portal in each level. Find it and use it to get the next one. Let's go. Okay, keine Subtitles, ich merke. Das heißt, ich muss zuhören und das Wichtigste zusammenfassen. Gehen wir hin. Eine Falle, oder? Eine Falle, sowas von eine Falle. Keine Falle. Unknown Scroll immer noch. So, haben wir hier niemanden. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich mag dich nicht. Tatsächlich mag ich den anderen mehr. Er könnte halt mit Space ordentlich reinhauen, ne? Ne, Space Control. Achso, einfach nur normaler Attack. Nein, ich mag tatsächlich Finn mehr. Keeper, welcome to a second level. If you want to revisit previous level, just drop from the edge of the world and you'll get there. Oh. Okay, wir können tatsächlich runterfallen, um dann ein anderes, das alte Level nochmal neu zu machen, wenn wir Bock hätten. Das ist doof, dass die den Finn auch angreifen können. Den Jake. Finde ich nicht so schön. Richtiges Koop-Gameplay. Oh, was haben wir da Schönes? Oh, wow, er hat gesungen. Wie cool ist das denn? Aber scheinbar gibt es ja keine Fähigkeitspunkte. Aua. Eine Fee. Open a path by sheer. What? Ah. Wie können wir denn einen. Achso, das ist ein Heavy Hit. Steuerung ist Heavy Hit. I understand. Da können wir später richtig krassere Attacks machen. Und Kombos und dies und jenes und das. Und wir haben schon eine Dings. Oh, Hallöchen. Müssen hinten angreifen, ne? Brain Beast. Komm her. Autsch. Ah, er verwirrt mich. Nice. Die Tasten sind dann in die entgegengesetzte Richtung. Das ist ja unfair, dass ich gegen zwei gleichzeitig kämpfen muss. Ein Brain Beast. Let's go. Lass es uns töten. Komm mal weg da, Alter. Du feiges Dreckstück. Komm her jetzt. Kommst nicht raus, ne? Wie er sich gerade gedreht hat. ETF. Bam, bam, tot. Was gibt's? Gar nichts, Alter. Holy shit. Nichts Besonderes. Mhm. Wir haben schon einen Key gefunden für so eine schöne Chest. Was, wenn ich jetzt einfach drücke? Was passiert denn? Spitbubbles. Spucke! Spucke, Blasen. Die spucken gerade. Scheint nichts Besonderes zu machen. Weiß ich, können die Pfeile ausrutschen oder kann ich da ausrutschen? Können wir schon vorstellen, ne? Uah.
Und eine neue Roll. Immer noch unknown. Oh, das ist auch noch unknown. Eine Bärenfalle. Will ich natürlich nicht reinlatschen. Das ist bestimmt das Portal, oder? Will ich natürlich noch nicht hin. Oh nein, nicht du schon wieder. Bitte aufhören zu jumpen. Danke. Huah. Ein bisschen ein Apfelkuchen. Aua, der macht Schaden. Boah, sind diese Gegner nervig. Holy shit, sind sie nervig. Holy shit, sind die nervig. Ist ja disgusting. Ja, wir haben eine Chest gefunden. Perfekt. Ah ja. Na, jetzt wissen wir, was das macht. Und das gibt's wieder neues, schönes Gold. Perfekt. Wissen wir jetzt also die nächste Schriftrolle, was die macht. Ach ja, wir laufen immer lieber. Oh, da ist noch eine Coin. Oh, die ist verschwunden. Okay, also die Dinge disappearen auch, schade. Boah, ist ja vollkant. Ja, aber gut, das Spiel ist halt, wie gesagt, schon mindestens 8 Jahre alt, weil es schon 8 Jahre auf meiner Wunschliste rumhockt. Oh, da waren wir noch gar nicht gewesen. Ah ja, hier brauchen wir den Key. PB's Paintworks. Schon wieder PB's Paintworks, okay. Paintworks. Quatsch. Da oben ist das Portal, sehe ich. Jetzt weg, jetzt da, jetzt weg, jetzt da. Okay, also lange, lange Mission auf jeden Fall, sehr cool. Aber ich mag die doch nicht. Trust Combo. Focus your rage versus combo finishing in a straight line powerful trust. Okay, einmal Heavy Hit und dann... Ah. Ich hasse das Drecksvieh. Mhm. So. Gott, dieser Diamant-Typ hier geht mir auf den Sack, Alter. Holy shit. Geht der mir auf die Eier. Wie sich denn immer sofort umdreht, wenn ich ihn angreife. Holy shit. Der Wurzeln ist aber auch anders disgusting, weil es immer wieder eine andere Kombi ist. Das heißt, es ist jetzt nicht nach oben, nach unten, oben, links, nach unten, links, nach rechts. Sondern es ist immer wieder random. Das ist uncool. Wieder einen Schlüssel. Perfekt. Oh yeah. Ich habe kaum noch Leben. Weil die hässlichen Drecksviecher so viel Schaden verursacht. Er steht immer wieder am Rand, Alter. Er steht immer wieder am Rand, dieses feige Stück Dreck. Ja, komm ich aber durchschießen, auch sehr gut. Perfekt. Wo ist das Vieh? Da unten ist da irgendwo. What? Ein Leben dazu bekommen. Und er ist tot. Aber wir haben ja was Neues. Ein bisschen Gold. Hör damit. Aua, er hat mich echt getroffen, ja. Bisschen Leben wäre nicht verkehrt, ha? Huh? Ist ja auch eine Option, was wir machen. Wir müssten theoretisch ja gar nicht lang. Aber ich möchte hier lang. Oh, nice. Danke. Tasty. Tasty. Spit Bubbles. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen.
Alter, wie kann er mich angreifen? Der macht ultra viel Schaden. Bam, 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 bam. Tot. Was bringt mir die Level? Ich bin Level 3, das bringt mir überhaupt nichts. Bist ja absolut nothing. Gefühlt auch wenig, nicht mehr Leben. Na gut. Ein quasi ein Hack and Slay. Dieses Spiel. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Pff, enemies will slip in your... Ah, okay, alles klar. Na, dachte ich mir schon. Die rutschen dann aus. Die Steuerung ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Nein, ich spiele lieber mit Finn. Finn ist cooler. Ich mag Finn viel mehr. Ja, ich Schweinchen, wo seid ihr? Was ist das ruckelig, ey? Holy shit. Ist das auch ein Gegner? Ja, ne? Schweinchen wird auch ein Gegner sein. Cool! Paintworks! Perfekt. Voll unfair, dass der Jake angreifen kann und ich trotzdem Schaden bekomme als Finn. Super nervig. Tasty. Ja, aber immer noch einen Schlüssel, aber die Schlüssel werden wahrscheinlich übergreifend halten, ne? Oder so. Oh, wow, ein Schlüssel. Treasure. Treasure. Let's go. The Grasslands 2, easy abgeschossen. Easy. Check the counter to your right. It shows how many artifacts you need to collect in this whole world to gain entrance. Ah. Ah, okay. Es steht hier, in diesem Level gibt es ein Artefakt, aber da wir sowieso alles sammeln werden, ist tatsächlich nicht das große Problem. Gut, Leute. Piep, piep. Das ist das Lustigste daran. Wir machen kurz mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Finn and Jake's Epic Quest. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Gerne auch meine Kommentare zum Spiel und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.